die eigenen Videos bei YouTube wieder downloaden? Ja, diese Frage bekommen wir ab und zu mal von Kunden und ich muss zugeben, wir wundern uns immer, weil ich dachte, man weiß das, aber man weiß es halt nicht immer und wir haben das auch beim ersten Mal gesucht und deshalb möchte ich euch kurz zeigen, wo man das machen kann, wie man das eigene Video wieder runterladen kann. Hier ist der Kanal, unser Kanal und hier ist dann also die Inhaltsseite und dann kann man einfach hier hingehen und sagen Optionen und dort kann man sagen herunterladen und schon lädt sich das Video hier herunter und schon ist es dann da. Und so einfach geht das. Ja, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Man geht auf das Kanal-Dashboard, man geht auf das YouTube-Studio, geht dann auf die Inhalte, wo wir hier schon sind und klickt dann drauf auf die Optionen und dort kann man herunterladen. Spannend ist, es ist HD, es ist kein Full HD und man kann sich es aber so runterladen über die Art und Weise und man hat das dann direkt so da. Ja. Dieser kleine Tipp mal schnell zwischendurch und vielen Dank. Wenn ihr andere Tipps haben wollt, wie man Funkstrecken nutzt oder welche Funkstrecken wir nutzen, wie man einen Gottesdienst live streamt oder andere Veranstaltungen, dann könnt ihr einfach hier auf den Kanal schauen und ich sage bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen.